Hallo. Hallo Volker. Moschen. Hallo liebe Motorradfreunde. Hier sind Giacomo Agostini und und wir testen heute für euch die MV Agusta Super Veloce 800. Jawohl, hier steht es aber schon. Diese Maschine gibt es seit dem Jahr 2020. Technisch unverändert nach wie vor. Und ich muss ehrlich sagen, als sie auf den Markt kam, habe ich schon mit Gedanken niedergekniet vor diesem Kunstwerk. Von dieser Deswegen hast du so kaputte Knie, ne? Ja, genau. Weil ich immer so viel Knie. Und ja, dieses schöne Motorrad haben wir heute zur Verfügung gestellt bekommen vom Bergmann und Söhne hier am Netterfeld. Genau, ein MV Agusta Händler und auch KTM Händler. Und hier steht sie als Vorführer. Wir stellen auch so ein paar andere MVs rum. Also wenn ihr mal richtig Bock habt auf MV, dann kommt ihr mal vorbeigefahren. Die MV Agusta Super Veloce 800 ist ein, ja, im Grunde ist es ein Supersportler im Retro-Gewand. Genau, so kann man das gut ausdrücken. Basis die F3, also Supersportler, haben wir uns auch schon getestet, steht aber noch. F3RR. Und sie kostet 21.390 Euro. Es gibt sie in vier Farben, die wir jetzt mal einblenden. Das sind zweimal Rottöne und zweimal, ja, das heißt wirklich Gelb, ne? Nicht Gold, sondern Gelb. Ja, sieht so ein bisschen Senfgelb aus. Senfgelb, genau, mit jeweils schwarzen und goldenem Rahmen. Ab dem Jahr 2023 gibt es ja neue Farben und ja, MV sagt zu diesem Bike, inspiriert durch das glorreiche Rennsportvermächtnis der 70er Jahre, bietet die Super Veloce 800 modernste Technik im Retro-Look. Und ja, ob das stimmt? Naja, stimmt, das sieht man ja. Es ist einfach so. Aber wie sie sich fährt, wie wir sie finden, das erfahrt ihr in der nächsten halben Stunde. Wir knattern jetzt erstmal hier auf die Autobahn. Volker fährt nachher auch nochmal Vollgas mit euch. Moment, wenn das Wetter stimmt. Ja, das wenn das Wetter stimmt. Genau. Angeblich soll sie ja dann 260 auf dem Tacho haben. Das werden wir mal sehen. Und ja, wir hoffen, ihr habt Kaffee und Gebäck bestellt. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesen Tests und schon wieder das. Zu den Abmessungen der MV Agusta Super Veloce 800. Ja, die schleicht sich an. Wir haben hier eine Länge von 2,2 Meter, eine Sitzhöhe von 83 cm, Radstand kurz und bündig 1,38, Gewicht vollgetankt 198 Kilogramm. Guck dir mal, wo die Fußrasten sind. Und hier, dieses kleine Brötchen hier hinten, das Sozius sitzen, ist natürlich nichts für mich, aber oh, ich rutsche ja fast hinten runter. Ja, hast du mal Fußrasten? Ja, ja, ne? Ich sitze jetzt. Aber man kann sie natürlich nirgendwo festhalten, ist ja logisch. Ich meine, ja, komm. Ist ja sowieso... Hey, Hände weg! Ich vergiss sie nicht. Es ist ja mehr sowieso nur so ein... Ne? Also, ja, mehr so ein Not, ne? Hinten falls so der Fahrer mal betrunken ist. So ein Eisdielensitz hinten oder sowas. Ja, Cockpit, Bedienelemente und Licht. Hier rechts haben wir einen Tempomaten. Ein bisschen ungewöhnlich beim Supersportler. Das finde ich auch. Launch Controller ist dabei. Und dann hier der integrierte Killswitch und Anlasser. Wie gesagt, ist eigentlich nichts Besonderes. Das hier sind die Taster für die Bedienung des Displays. Das machen wir nochmal aus, damit ihr das auch mal richtig schön von vorne seht. Achtung, da wird nämlich eingeblendet Motorcycle Art. Hallihallo. Also es handelt sich um ein Kunstwerk. Ja. Ja, ein 5 Zoll großes TFT-Farbdisplay. Die Maschine ist komplett ausgestattet mit einer Bosch 6-Achsen-IMU, Schräglagen, Traktionskontrolle achtfach einstellbar. Wheelie-Control ist dabei, eine Hinterradabhebekontrolle.
ABS natürlich auch. Mehrere Fahrmodi. Wir haben jetzt hier mal den Sportmodus eingestellt. Ne? Giacomo, was sagst du dazu? Alles klar. So, dann seht ihr hier schon so ein paar Leckerlis. Das hier ist die Lean Angle Geschichte, die Anzeige der Schräglage. Und dann haben wir hier noch, ja, Traktionskontrolle ist auf 6 eingestellt. ABS kann man konfigurieren. Front Lift Control, das ist die Wheelie Control und so weiter und so weiter. Man kann die Maschine auch mit seinem Smartphone verbinden. Also ja, alles an Bord, was es so gibt. Ride-by-Wire natürlich, ein Zwei-Wege-Quickshifter haben wir hier auch dabei. Und ja, im Grunde genommen kann man sagen, kann man auch erwarten bei dem Preis. Ne? Aber ist schon... Ist komplett. Ist übrigens, erinnert mich komplett an die F3 RR. Ja. Ne? War ist da ja genauso. Identisch. Ja. Genau. Also alles, was Spaß macht für die ganzen Technik-Enthusiasten. Alles, was Männer Spaß macht. Genau. Kommen wir zur Beleuchtung. Der MV-Rüster Super Veloce 800. Da haben wir als erstes mal ein kleines Standlichtlein, was da vorne aufleuchtet. Beim Starten des Motors kommt nach einer Gedenksekunde das Abendlicht dazu. Wir haben hier vollumfänglich LED-Beleuchtung. Auch bei den Blinkern. Der Blinker ist übrigens nicht selbstständig zurückstellend. Das habe ich schon bemerkt. Und es gibt auch keinen Warnblinker. Es gibt auch keinen Warnblinker, das muss man auch dazu sagen. Ja, gucken wir uns noch mal hinten an, was da hinten so rumorgelt an Beleuchtung. Sehr schick. Muss auch was sagen, Volker. Ja, wunderbar hinten, ne? Leuchtet alles. LED, okay. Ja, Probefahrt auf der MV Agusta Super Veloce in der 800er Variante. Es gibt diese Maschine übrigens auch noch in drei anderen. Als S, als Argo, wie Agostini natürlich, und als Alpine-Version. Das hier ist die günstigste Variante. Ich bin die anderen jetzt nicht gefahren, kann ich nicht zu sagen, aber ich denke mal, das ist eher so ein bisschen für die Liebhaber. Das hier ist eher so das Standardmodell, kann man sagen, wobei Standard jetzt nicht schlecht zu heißen soll, überhaupt nicht. Ja, Lenkerendenspiegel, Blick nach hinten, dementsprechend gut. Kreisrunde Spiegel, hätte ich jetzt ehrlich gesagt anders erwartet, aber es geht in Ordnung. Und dann würde ich sagen, fahren wir auch einfach mal los. Leider hat es jetzt tierisch angefangen zu regnen, die Straße ist nass, also kann jetzt hier nicht brettern, aber Volker wird das sicherlich nachher nochmal mit euch machen. Also was sofort auffällt oder mir vorhin beim Fahren das erste Mal sofort aufgefallen ist, sind zweierlei. Einmal der Quickshifter, der ist wirklich super, muss man echt sagen, reagiert schnell und irgendwie auch ohne so vorhersehbar, nenne ich das mal, richtig gut. Und das zweite ist letztendlich die, ja, die Agilität dieser Maschine. Also die ist, die hat also so einen kurzen Radstand und ist von der Geometrie her so, also jetzt so einen steilen, die Gabel steht so steil. Ja, es hat irgendwie Supersportler-Gene. Also die, ja, kippelig wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber das ist ja immer so, wenn man halt so ein super mega handliches Bike hat wie die hier, dann geht das immer so ein bisschen auf Kosten der Stabilität. Das ist ja auch so. Aber das ist jetzt nicht so, dass es mich stören würde. Im Gegenteil, also es ist genauso will ich das eigentlich auch haben bei so einem Supersportler. Aber jetzt fahre ich natürlich schon wieder zu schnell. Ja, zu schnell, das ist ein gutes Thema. Mit der Maschine fährt man immer zu schnell. Also da kann man nichts gegen machen. Das ist leider, könnt ihr euch schon mal ein Punkte-Abo in Flensburg organisieren. Ist so, also die Maschine ist so derartig schnell auf 100 und eben dann auch auf 200 und das macht halt auch so einen Bock, wenn man hier am Hahn dreht. Oh, dieser Sound ist echt geil. Ja, zum Motor vielleicht noch mal ein Satz. Also das ist schon eine Drehorgel, ne? Das heißt, dass er, ja, also der fühlt sich auch untenrum durchaus wohl. Ist jetzt nicht so, dass man ihn immer wie auf 8000 oder so fahren muss. Tue ich jetzt ja auch nicht. Ich fahre jetzt hier, was habe ich denn, 4,5. Und es geht dann auch vorwärts, aber so richtig die Explosion, die kommt dann halt tatsächlich erst oben rum, so ab, ja, 8000 würde ich mal sagen, geht das hier aber brachial nach vorne. Das ist echt, das ist schon beeindruckend. Es ist aber nicht so krass wie beim komischerweise beim 1000er Supersportler. Also wenn ihr zum Beispiel mal, was weiß ich, was nehmen wir da mal, eine Fireblade dagegen haltet,
da passiert untenrum ja so gut wie gar nichts. Ist wirklich so. Und bei der hier ist das ein bisschen anders. Also die hat untenrum, ja, ja, ich glaube, ich habe es glaube ich einigermaßen verständlich beschrieben. Untenrum ist mittelmäßig und obenrum ist Feuerwerk und ganz oben ist dann Tornado. Was ein bisschen nervt, guck mal hier, wenn ich hier ganz einschlage, dann klemme ich hier meinen Finger. Das ist ein bisschen blöd. Ein Lenkereinschlag ist sowieso, naja, Supersportler halt. Muss man halt ab und zu mal ein bisschen hin und her rutschen auf der Landstraße, wenn man dann wenden will. Am besten man wendet einfach nicht. Hups. Herzlichen Glückwunsch. Okay, dann lassen wir den nochmal vorbei. Ne? Ja, ansonsten ist das hier alles. Wir haben hier eine radiale Bremspumpe von Magura, von Nissin. Nicht von Magura, von Nissin. Aber halt radial, sodass die Kräfte hier perfekt an die Vorderradbremsanlage übertragen werden. Dementsprechend geil bremst sie auch. Liegt natürlich auch in der Monoblock-Anlage hier von Brembo. Also Bremsen tipptopp, kann man nicht anders sagen. Was ein bisschen komisch ist, finde ich hier, der Kupplungshebel ist nicht einstellbar in der Reichweite. Und wirkt auch so ein bisschen irgendwie wie aus dem Restelager von Jawohl. Also das passt nicht so ganz zum ansonsten sehr edlem Auftritt dieser Maschine. Dieser Windabweiser ist übrigens cool. Also ich meine, ich fahre jetzt nur 80 knapp, aber da merkt man schon, das bringt tatsächlich was. Also ich habe hier einen echt guten Windschutz und es wird irgendwie auch nicht laut am Helm. Ich weiß nicht, ob das jetzt an dem Ding liegt, aber ich tippe mal. Schon geil. Ja, ansonsten ist das hier alles hervorragend. Was man halt wissen muss bei so einem Supersportler und auch bei der Veloce 800 ist es nicht anders, ist halt die Sitzposition. Also das ist wirklich sehr, sehr Stückeisen, sagt Volker ja immer. Also man sitzt einfach, ja, man hat einen relativ spitzen Kniewinkel. Man sitzt so nach vorne gebeugt und man muss den Kopf immer so anheben. Also so für lange Fahrten ist es irgendwie nichts. Aber dafür ist sie auch nicht gemacht. Dafür hat man halt einen schönen Kontakt zum Vorderrad. Oh, die Maschine, die geht auch einfach so derartig ab. Ja, erinnert vieles mich an die F3 tatsächlich. Die RR, die haben wir ja mal vor einem halben Jahr oder was getestet. Oh, ich blinke die ganze Zeit. Sehr schlau. Also, automatische Blinkerrückstellung gibt es hier offensichtlich auch nicht. Aber das ist so alles typisch italienisch. Das ist so eine Diva, die ist in vielen Dingen perfekt und in vielen Dingen ist sie auch nicht ganz so perfekt. Aber das muss irgendwie auch so sein. Also, so ein paar Macken musst du in der MV einfach haben, sonst wäre sie keine MV. So würde ich das mal zusammenfassen. So, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich losgefahren bin. Ach, da vorne, glaube ich. Gut, dann würde ich sagen, halte ich mich auch mal ein bisschen kürzer. Volker fährt natürlich auch noch mal eine Runde nachher mit euch. Das war's von meiner Seite. Dranbleiben. Technik, der MV Agusta Super Veloce 800. Wir haben einen Gitterrohrrahmen aus Stahl. Und hier vorne, das ist ganz witzig, haben wir so eine Spoilerstrebe. Die wird dann Volker nachher mal auf der Autobahn für euch auf Funktionalität testen. Die soll nämlich quasi den Wind über den Helm rüber strömen lassen. Hängt sicherlich auch davon ab, wo der Helm ist. Ne? Also wenn du so fährst, geht das bestimmt nicht. Genau. Aber wenn du dich hier reinwirkst, ne, wie man das ja macht auf so einem Supersportler, wird das schon gehen. Vorne haben wir eine Mazzucchi Upside-Down-Gabel mit einem Standrohrdurchmesser von 43 mm voll einstellbar. Also Zugstufe, Druckstufe und natürlich auch die Basis. Und dann guckt euch bitte dieses Kunstwerk von Bremsanlage an. Das ist ein Brembo Monoblock. Einer der geilsten Bremsen überhaupt, finde ich. Vier Kolben Festsattel natürlich radial verschraubt. 320er Scheiben, Doppelscheibe. Alles, was man so braucht. Und vorne haben wir natürlich eine 17 Zoll Felge mit 120er Reifen. Aufgezogen ist hier von Pirelli. Warte mal, was war denn das? Ein Diablo? Nee, doch. Diablo Rosso Corsa Duel. Also, sehr schönes Gerät. Hinten haben wir auch eine 17 Zoll Felge mit 180, 55er Schlappen. Federweg Horno vorne, 125, hinten 130 mm. Und dann schauen wir uns auch nochmal hier das Zentralfederbein an, so ein bisschen versteckt da drin. Das kommt von Sachs, ZF Sachs, ein Monofederbein. Auch das kann man komplett automatisch einstellen. Ja, was ich einmal liebe, sind diese Einarm-Schwingmotorräder.
bei denen der Auspuff, hier diese Dreiertüte, so hochgelegt wird, ne, dass man alles sieht. Mhm. Voll geil. Gehen wir auf die andere Seite, schauen wir uns mal die Einarmschwinge an. Die ist aus Alu. Auch super wertig alles, ne? Die einbeinigen Banditen hier. Oh, herrlich, 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 herrlich. Richtig schön. Ja, das hier sind die Beifahrerfußrasten ein bisschen hoch. Also da sitzt man, ihr habt ja gesehen, wie man sitzt. Und dann gehen wir mal wieder auf die andere Seite und schauen uns den Motor an. Seitenständer gibt es hier, Hauptständer natürlich nicht. Das ist der gute alte Triple von MV mit 798 Kubikzentimetern Hubraum. Leistet hier bei der Super Veloce 800 ebenso wie bei der F3 und ja, auch bei der Dragster und bei der Brutale. Das ist, glaube ich, alles relativ identisch. 148 PS. 147 nur noch jetzt. 147, na gut. Ja. Bei 13.000, Leute, bei 13.000 Umdrehungen. Drehorgel. 88 Newtonmeter bei 10.100 Umdrehungen und Höchstgeschwindigkeit 240 effektiv. Also auf dem Tacho steht dann sicherlich was anderes, aber 240 soll sie rennen. Und auch der Tank ist übrigens genauso wie bei der F3. Das finde ich auch lustig, haben sie auch nicht geändert. 16,5 Liter Tank Verbrauch. Ja, das ist natürlich sehr schwankend. Wir haben hier mal 6,4 Liter angenommen, wenn man es ein bisschen fliegen lässt. Man kann auch mit 5,5 fahren, aber gut, bei 6,4 Litern wäre es dann eine Reichweite von 258 Kilometer. Also reichlich eigentlich für einen Supersportler. Sechsganggetriebe, Kettenantrieb, Euro 5 natürlich, homologiert die ganze Angelegenheit. Und die Maschine hat auch eine Anti-Hopping-Kupplung. Herzlichen Glückwunsch. Start zur Beschleunigung von 0 auf 100 mit der MV Agusta Super Veloce 800. Wir sind im Sportmodus. Und 3, 2, 1. Ja, das Schöne ist, man kann das alles im Erdschwingen machen. So, 60 auf 100 im 5. Da ist der 5. 3, 2, 1 und ab geht der Fuchs. Zack, 100. Ja, also das ist natürlich nicht das, was der Motor eigentlich will. Der Motor will natürlich eigentlich Folgendes. Das machen wir auch nochmal eben. Im zweiten Gang. Achtung, fertig. Oh. Okay, und dann ist das Ganze auch ungefähr dreimal so schnell. Also der Motor möchte einfach Drehzahlen von euch haben. Und nicht hier, wie ich das eben gemacht habe, im 5. bei 60 losfahren. Was für ein Quatsch. Die Maschine fährt im ersten Gang, ich glaube, mindestens 110, vielleicht sogar 120. Und so will sie halt auch eigentlich rangenommen werden, die Kleine. Ist schon echt geil. Probefahrt Teil 2 mit der MV Agusta Super Veloce 800 am Velon Volker. Ich möchte euch gleich als erstes mal kurz zeigen, dass man diese Maschine auch wirklich mit niedriger Drehzahl anfahren kann. Ich bin jetzt bei 2000 waren das knapp und dann geht das schon los. Also der erste Gang ist zwar extrem lang übersetzt, aber die Gefahr, dass man sie abwirkt, ist eigentlich relativ klein. Der Quickshifter, der begeistert mich, muss ich sagen, weil der so exakt funktioniert, dass es wirklich eine wahre Freude ist. Also schon ohne dass man da groß Zug auf der Kette hat, schaltet der hoch. Das ist, guck mal jetzt, 1300 Touren und das Ding fährt los. Guck mal, ganz smooth schaltet der. Ich lasse das Gas in einer Position stehen. Also der Quickshifter ist wirklich der Hammer. So, mal kurz gleich mal gucken, wie das mit der Bremse ist. Ach, super. Also das ABS, es regelt so fein.
Und er schwänzelt auch nicht hinten mit dem Heck. Und die Dosierung, das ist einfach ein Genuss. Bremsen ist wirklich klasse. Das Ding ist natürlich straff gefedert, ganz klar. Soll ja auch so sein. Will damit ja auch nicht über Landstraßen dritter Güte fahren, sondern man möchte wissen, was da gerade unter einem durchrollt. Und also was in erster Linie wirklich immer begeistert, ein gutes Fahrwerk nimmt man da schon eigentlich als selbstverständlich mit. Aber dieser Motor, das ist der Hammer. Wie gierig der ans Gas geht und bei 8000 nochmal richtig die zweite Stufe zündet hinten, das ist schon suchtgefährdend, möchte ich beinahe sagen. Ist es wirklich? Also ich bin da wirklich suchtgefährdet. Und ja, ihr könnt euch gerne nochmal den Test der MV F3RR anschauen, die wir auch schon getestet haben, weil dieses Bike einfach in vielen Dingen identisch ist. Das ist der identische Motor, das Fahrwerk ist identisch, von daher halte ich mich jetzt einfach mal so ein bisschen kürzer. Was hier extrem auffällt, ist natürlich dieser große Wendekreis, da nimmt man den Daumen schon mal gerne nach oben. Der wird nämlich sonst gerne mal eingeklemmt. Das hat auch der Didi schon mir erzählt. Und man ist natürlich jedes Mal viel zu schnell unterwegs. Das ist das, das ist so das Typische an dieser Maschine, weil sie einen immer dazu herausfordert, ordentlich am Quirl zu drehen. Und das macht man natürlich auch gerne. Ja, zur Elastizität einfach, das hat Didi ja auch schon gemacht und euch gezeigt. Aber ich finde das faszinierend bei diesem Motor, wie weit man mit der Drehzahl runtergehen kann, ohne dass der einem das krumm nimmt. Zumal dieses Drehzahlspektrum, das geht ja wirklich von 3000, ich kann ab 3000 Touren mit dem Ding ohne Probleme fahren. So, wir sind jetzt bei unter 3000, 2,57. Und der geht noch nicht mal langsam voran, also das ist Wahnsinn. Und das Ganze hält dann bis 13.000 Touren an, wo er in den Begrenzer reinrennt. Also das finde ich wirklich sensationell, muss ich sagen. Ich werde gleich nochmal eine kleine Autobahnfahrt machen. Ich hoffe, es bleibt ein bisschen einigermaßen trocken. Ja, ihr seht, jetzt fahre ich so um die 160. Also vom Oberkörper wird der Wind wirklich ziemlich weggedrückt. Am Helm gibt es Turbulenzen und so ein ganz bisschen oben im Schulterbereich, aber es geht noch. Der Winddruck ist natürlich nachher immens. Man muss sich wirklich stark zusammenfalten. Sogar den Spiegel hat es runtergedrückt. Aber das kann man wahrscheinlich einstellen, dass er so ein bisschen schwergängiger ist, denke ich mal. War eine kurze Demofahrt. Und also der Motor ist wirklich fantastisch, muss ich sagen. Dieses Drehvermögen, ohne dass der irgendwo eine Stelle hat, wo er den Eindruck erwecken würde, hier gefällt mir nicht. Es ist unglaublich, wirklich. Von 3.000 bis 13.000 ist die Orgel wirklich mit Freude dabei. Wahnsinn. Vor allem das Beschleunigungsvermögen, Leute, das ist einfach der Hammer. Hammergeil! Hammergeil!
das Ding läuft. Und die Autobahn auf dieser Richtung ist sowas von uneben. Merkt ihr das? Okay, Leute, die letzten Meter lasse ich es ruhiger angehen. Macht's gut. So, jetzt sind wir hier schön durch die Gegend gefahren. In Haslow, in der Nähe von Quickborn. Hallo, Maike. Moin. ja, und wollen euch noch mal ein bisschen erzählen, was wir so für Eindrücke gewonnen haben von der MV Agusta Supervelo 800. Erzähl mal. Ich finde, das ist ein reines Emotionsbike. Mhm. Also ich würde mir so ein Teil, so, oder sagen wir mal so, so ein Fahrzeug kauft man sich nicht aus Vernunftsgründen, ja, weil man das praktisch findet, sondern das ist ein Teil, das kauft man sich nur, wenn man das absolut richtig geil findet. Und haben will. Ja, und haben will. Was man auch nicht einfach nur in die schnöde Garage stellt, sondern stellt man neben den Fernseher oder vor den Fernseher, ja, zu Hause. Genau. Weil es einfach in vielen Details, ich kenne kein anderes Bike, was von der Optik her so cool aussieht. Allein diese zulaufende Bereich auf das zentrale Rücklicht hinten und dann dieses dicke, runde Rücklicht. Also es gibt viele Dinge, die einfach bei dem Viech unheimlich geil aussehen. Auch der Tank, ne? Ja. Dieser Tank, diese Ausbuchtung das hier. Das kurze Heck, ne? Ja, genau. Viele Leute, wenn sie sich Motorrad kaufen, das erste ist nur genau, ein kurzer irgendwie. Genau. Brauchen wir hier nicht, weil ist schon kurz. Was ich ein bisschen drüber finde, ist dieser Ledergurt hier. Das verzeiht man den Italienern einfach, weil sie sowieso oft ein bisschen drüber sind. Aber, ja, Entschuldigung, Leute, aber es ist einfach so. Der hat überhaupt keine Funktion, aber kann man ja machen. So, gut aussehen. Tut er ja auch. Ja, und man kann sich vielleicht auch hinten, wenn man Beifahrer ist, da vorne noch so festhalten. Ja, also ich finde auch, das ist eine Diva. Ne? Also ja, das ist eine Diva. Die ist natürlich schon hochwertig, aber sie hat auch so ein paar, sie ist auch ein bisschen zickig, ne? Ja. Also es geht schon los mit der Sitzposition, das muss man natürlich wollen. Oh, man freut sich in der Stadt über jede Ampel, wo man den Kopf mal hochmachen kann. Ja, genau. Weil der Fahrtwind natürlich nicht da ist, der dann so ein bisschen trägt. Ja, Nackenstarre ist... Ja, ich habe morgen, glaube ich, ein bisschen Schmerzen. Ja. Man fährt oft tendenziell zu schnell mit der Maschine eigentlich? Immer. Du fährst immer zu schnell. Wenn du auf der Landstraße, ich meine, das Ding, das sagt ja immer, gib Gas, gib Gas, gib Gas, ja, weißt du? Ja. Und schon bist du auf der Landstraße viel, ja, zu schnell. Ich finde auch Wohlfühltemperatur 8000 Umdrehungen. Ohne Schaden. Ja. Du hast gesagt, sie fährt auch im unteren Bereich. Ja, also was ich interessant finde, ist ja, es gibt ja viele, die sagen, nein, man muss wirklich völlig aufpassen, weil der erste Gang lang übersetzt ist und die stirbt leicht ab, wenn man nicht aufpasst. Das finde ich völliger Quatsch. Du kannst auch mit 1500 Touren mit dem Ding, du kannst sogar im zweiten Gang anfahren, ohne dass du die Drehzahl groß hochjubelst. Ja. Kann man machen. Also ich finde das... Mir ist sie einmal abgewürgt. Also. Ja gut, aber ich finde es in hinsichtlich dessen, was der Motor für eine Literleistung hat, ja. Und dieses Drehzahlspektrum, das ist ja enorm, es geht ja von 3 bis 13.000, weißt du? Ja, das ist irre. Ja. Und der verzeiht auch unheimlich viel, der Motor, muss ich wirklich sagen. Das stimmt alles. Man kann den niedertourig fahren, ja, ohne dass er zickt, ohne dass er ruckt. Ja, naja, ein bisschen. Aber ich weiß, was du meinst. Also geil. Die Keule schwingt ab 8.000. Das ist so ein Traum. Ja. Weißt du, dann merkt man irgendwie, dann ist alles harmonisch, ne? Ich habe in einem Test gelesen, das fand ich so lustig. Im Leerlauf klingt die Veloce wie ein Sack Muscheln. Ja, da ist was dran. Da ist was dran. Ja, weil irgendwie hört sich an wie so eine Getreidemühle, die da auf einem so arbeiten ist. Das ist alles super geil. Das ist wie bei der F3 im Grunde. Ne? Also, ja. Man merkt irgendwie, das ist ein Supersportler, auch ein Supersportler-Motor. Und dazu gehört halt auch mal Drehzahl. Ne? Aber du hast schon recht. Also, muss es nicht. Aber den Spaß, ich persönlich hatte den Spaß. Der Spaßfaktor ist natürlich, dass wenn das Ding oben rum explodiert, das ist richtig geil. Ich habe bei meiner Probefahrt auch nicht so hoch gedreht, weil dann wird sie auch so laut, dann hätte man kein Wort mehr verstanden. Laut? Gut. Ja. Naja, aber ist schon. Aber ich finde allein der Sound dieses Dreizylinders, das ist doch auch schon der Hammer. Ja, ja. Ne? Dieses Ansauggeräusch, was so unten rund einen da so förmlich fast schon selber ansaugt. Also, und dann auch diese Lenkspiegel cool. Und so. Also viel. Ich finde übrigens von der Verstellung her haben sie es richtig gut gemacht. Ja, ne? Stimmt, ist gut. Und man sieht auch was, ne? Also ist alles okay irgendwie. Ne? Also das ist jetzt auch kein. Das muss man vielleicht auch nochmal sagen, das ist jetzt auch keine Maschine, die man sich nur ins Wohnzimmer stellt. Ne? Also mit der kannst du auch schön fahren. Mhm. Und, aber bitte nicht in der Stadt. Nee, in der Stadt nicht. Aber hier auf der Landstraße
Bringt richtig Spaß, ja, bringt richtig Spaß. Und ich habe auch gemerkt, als wir hierher gefahren sind, du bist ja auch einmal angelabert worden, und die Leute gucken auch einfach. Ne? Ja, die finden also, das cool, das Ding. Ich glaube, es gibt viele Leute, die auch MV noch von früher kennen. Das kann sein, es war auch ein älterer Herr am Steuer, das kann gut sein. Der hat wahrscheinlich gedacht, irgendwie, oh, bella, bella. Bella Italia. Das stimmt. Ja, ist schon echt ein schönes Bike. Muss man ein sagen. Tolles Motorrad. Genau. Ja, liebe Leute, das war unser Test zur MV Agusta Super Velo 800. Genau. Wir haben uns wieder beruhigt. Adrenalinspiegel wieder auf Normalpegel. Und ja, wenn ihr sie auch mal Probe fahren wollt, dann kommt ihr mal rausgefahren zum Netherfeld in Hamburg zu Bergmann und Söhne. Hier steht sie halt als Vorführer. Ist zwar nicht super zentral, aber... Ja, super zentral. Doch, es ist super zentral, aber dafür... Ja, man muss ein bisschen raus. Es sind kurze Wege, aber ihr braucht ein Stück, um auf die richtige Strecke zu kommen. Ja, macht aber nichts hier. Macht nichts, genau. Und Patrick, die hier. Die sind gut drauf, die Jungs. Die geben sie euch auch mal für eine Stunde. Und dann könnt ihr mal ein bisschen rausfahren hier aus Hamburg. Genau. Aber vorsichtig. Aber vorsichtig. Mit diesem Pralinchen. Genau. Ja, hat super Spaß gemacht. Wettbewerber. Ich kenne eigentlich nur eine, ehrlich gesagt. Die ich wirklich. Triumph, ne? Genau. Die Triumph Speed Triple 12 RR. Die ja neuer ist und die finde ich auch so ein bisschen das Design geklaut hat. Also das ja, muss man. Und diese ist einfach, sagen wir mal, ein bisschen vorwegener. Ne? Ein bisschen, bisschen mehr italienisch. Ja, ne? Genau. Und was halt auch noch interessant ist zu wissen, ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört, gelesen habt, KTM ist jetzt eingestiegen bei MV Agusta und zwar mit 25,1%. Das wird dem einen oder anderen auch so ein bisschen Sicherheit geben. Ne? Ganz genau. Denn irgendwie, vielleicht hat der eine oder andere früher mal gedacht, ne, wer weiß, wie lange MV Agusta überlebt. Das Thema ist jetzt durch und auch das Service-Vertriebs- und Händlernetz wird sicherlich ausgebaut werden. Also traut auch ruhig mal so eine sehr exquisite Maschine zumindest euch anzuschauen. Das ist echt ein Erlebnis. Genau. Ja, wir grüßen euch. Jetzt fängt es ja auch an zu regnen. Das heißt, wir machen uns mal vom Acker, würde ich mal sagen. Ja, würde ich sagen. Grüßen euch aus Hamburg. Ab zur Wurst. Bis bald. Ciao.